1Live. Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wer gerne von euch mit mir sprechen möchte, hier heute Nacht im Radio, im Fernsehen, der möge anrufen. Telefonnummer nochmal 0800 220 50 50, Faxnummer 0800 220 50 51 und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Ihr könnt zu jedem Thema anrufen, über das ihr gerne hier mit mir reden wollt. So, der erste Mensch heute Nacht, das ist ein Mann und der heißt Joachim und der ist 38 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Joachim. Ja, ich hoffe, du kennst mich noch. Das war damals die Geschichte mit der Heimorgel. Joachim, das Thema Objektsexualität. Ja, natürlich. Ja, genau. Und ich rufe halt einfach nochmal an. Wie gesagt, weil es jetzt zusammen mit der Ruth aus der Schweiz, mit der hattest du ja auch gesprochen, also die mit der Ruth und die in dieser Beziehung mit der Jukebox lebt halt. Ne? Das müssen wir jetzt mal ein bisschen erklären. Ja. Ne? Für die, die nicht immer bei uns sind. Ja. Also wir haben, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Ist es schon eine ganze Weile her, ja, ne? Dass wir beide gesprochen haben. Mhm. Ich bin damals zum ersten Mal konfrontiert worden mit dem Begriff Objektsexualität. Ja. Nämlich, dass Menschen Dinge lieben können. Mhm. Also jetzt eine wirklich ganzheitlich partnerschaftliche Liebesbeziehung leben. Also es ist jetzt kein Fetischismus, wo jetzt irgendwie das immer irgendwie in Zusammenhang mit einer Person steht oder als Metapher, sondern wirklich der Gegenstand selber steht absolut für sich selber mit einer eigenen Identität und Geschlechtlichkeit. So, da habe ich damals gedacht, im ersten Moment, als ich mit euch gesprochen habe, mit dir auch gesprochen habe, das ist ja wohl bescheuert, das gibt's ja wohl nicht. Bin dann aber doch schlauer geworden und mittlerweile völlig überzeugt, dass es das eben doch gibt. Und nicht sehr oft, aber es gibt das. Menschen können Gegenstände wirklich lieben. Bei dir ist es, so absonderlich es sich auch anhört, ist es eine Orgel, eine Heimorgel. Ja, es war damals die Orgel. Es ist jetzt jemand, etwas anderes. Ja. Nämlich? Ja, wie gesagt, ich habe halt eine Vorliebe auch für alte Lokomotiven halt. Und da hatte ich dir damals ich habe so ein Lokmodell, ja, da habe ich auch mal diese Schnuffeloma, so ein Foto geschickt. Ja. Ich erinnere mich. Gut, das ist Modell, wie sagt man, genauso gut kann man halt auch eine große und richtige Lok halt lieben. Ne? Und das, bei dir ist es das Modell? Ja, sowohl als auch. So. Ne? Und danach hatte ich eine Weile später eine sehr, sehr, sehr nette Frau aus der Schweiz, die Ruth an der Schrippe. Und die erzählte mir dasselbe, dass sie ebenfalls so gestrickt ist innerlich, dass sie eine... alte Jukebox war das. Genau, eine alte Box, eine Schallplattenbox. Ja. Liebt. So, nun bist du wieder bei mir. Was ist los? Ja, ich wollte einfach mal so ein bisschen erzählen, wie das weitergegangen ist. Mhm. So mit der Kontaktsuche. Ja. Weil es ja halt sehr, sehr schwierig war, auch Leute zu finden. Und ich also wirklich, kann man sagen, fast 20 Jahre gesucht habe und überhaupt eigentlich gedacht habe, es muss Leute geben, ich kann nicht der Einzige sein, der halt so diese Richtung lebt, weil es gibt ja von allem immer mehrere. Ja. Und wie gesagt, dann ging das halt so weiter, dass ich dann eine eigene Homepage zu dem Thema gemacht habe. Mhm. Und dann habe ich halt auch noch eine Homepage von einer Frau aus Schweden entdeckt. Mhm. Da gibt es auch jemand, die hat auch eine ganz eigene Homepage. Mhm. Und wie gesagt, ich hatte ja erstmal, dann hatte ja noch damals da dieser Mann mit dieser Tischkreissäge angerufen. Mhm. Und dann hatte ich halt noch einen anderen kennengelernt, der auch Maschinen liebt. Der hatte sich auch bei dir dann auf der Redaktion gemeldet. Ja, das waren halt die ersten, die ich dann jemals kennengelernt hatte. Ja. Wie gesagt, danach entstand halt diese Homepage und dieser Kontakt nach Schweden. Und daraufhin halt, wie gesagt, auf meine Homepage dann hatte sich später dann die Ruth gemeldet. Mhm. Wie gesagt, da hatte ich auch so eine Yahoo-Group eingerichtet, also so ein Forum, Internetforum. Auch. Also es ist eine ganze Menge in Bewegung gekommen durch den Auftritt. Gibt es jetzt irgendeine neue Entwicklung noch, die du uns erzählen möchtest? Ja, wie gesagt, erstens sind auf diese Homepage schon einige Leute dann dazugekommen. Ja. Es haben mich auch einige Leute angeschrieben halt. Es gibt natürlich auch eine Menge Leute, die in so einem Graubereich auch leben. Genau wie es jetzt so diese Abstufung zwischen Homo- und Heterosexualität gibt, gibt es also alle möglichen Facetten von Bisexualität. Mhm. Genauso gibt es das halt auch jetzt bei Objektsexualität. Also Leute gibt, also die jetzt, wo sowohl mit Menschen auch irgendwie sexuell verkehren und andererseits halt auch mit Gegenständen. Ja. Wie gesagt, und jetzt so wie in meinem Fall, jetzt so ich oder Ruth, da sind es halt reine Objektsexuelle, die also wirklich ausschließlich in Gegenständen sind. Und das Neueste ist halt so, dass wir jetzt fürs Schweizer Fernsehen einen Beitrag darüber gemacht haben. Aha. Das ist also die neueste Entwicklung. Da sind die Schweizer ja noch ein bisschen fortschrittlicher als wir in Deutschland hier. Ich glaube, in Deutschland seid ihr, sage ich es mal nur,
bei mir bisher zu Wort gekommen. Ja, ne? Ja. Außer ich habe wohl zwischenzeitlich an zwei Universitäten so einen Vortrag gehalten. Ja. Und wie gesagt, das war einmal, hatte ich einfach mal, da gab es eine Sache in Münster, da ging es um Sexualpädagogik und Vielfalt. Das war so ein Workshop, die waren sehr interessiert und das, ja, da war natürlich jede Menge Fragen, auch mit Schmunzeln und so, aber irgendwie doch sehr aufgeschlossen und also eigentlich kann ich sagen, habe ich da auch eine sehr gute Erfahrung mitgemacht und wie gesagt, so fand es auch sehr spannend, so was Leute dann auch so dazu fragen zu dem Thema. Ja. Hast du denn den Eindruck, dass schon die Leute, ich meine, man muss sich das ja immer noch wieder vor Augen halten, das ist für die meisten Menschen so abgedreht, dass jemand eine Musikbox liebt. Ja. Eine Musikbox streichelt, in eine sexuelle Erregung kommt durch eine Musikbox oder bei dir durch eine Orgel, durch eine Heimorgel. Ich könnte mir vorstellen, wenn du da in so einer Universität stehst und einen Vortrag hältst, dass da auch ein Raunen erstmal durch den Hörsaal geht. Oder? Wie haben die reagiert? Sicher, so im ersten Moment ist natürlich erstmal so erstaunender, erstmal so ein Aufhorchen, was kommt denn jetzt so halt, ne? Mhm. Aber wenn man dann halt erstmal so erzählt, ja, dass es halt so von den, vom Leben und von den Gefühlen eigentlich genau das Gleiche ist, wie jetzt zum menschlichen Partner halt, also dann entsteht doch Interesse und vor allem auch Neugierde und ich muss sagen, also die Leute haben dann also sehr interessiert und auch sehr konstruktiv gefragt halt. Und wie gesagt, nach Münster dann, da war eine Frau, die war irgendwie von Smart SM, die auch so Vorträge an verschiedene Unis macht. Und durch die bin ich dann halt an die Hamburger Uni gekommen und habe dann da wirklich auch so in so einem Rahmen von so einer Vorlesungsreihe auch so einen Vortrag gehalten. Und ich muss sagen, da müssen sich ja letztendlich die Sexualwissenschaftler auf euch stürzen, ne? Das ist ja nun doch so extrem ungewöhnlich. Zum Beispiel jetzt für diese Sendung in der Schweiz, da ist auch ein Psychologe, also der war auch sehr aufgeschlossen, auch sehr, wirklich auch sehr interessiert und sehr angetan halt auch von der Sache. Ne? Mhm. Jetzt halt natürlich jetzt auch nicht so, dass das jetzt irgendwie pathologisiert wird, sondern wir sind ja halt, leben halt auch eine Art von Normalitäten. Ist mir völlig klar. Also so, genau, und das kommt auch so rüber halt. Ja. So war es ja auch. Ich erinnere mich damals noch, dass ihr gar kein Gespräch mit meinem Psychologen haben wolltet, weil ihr gesagt habt, nee, das ist unser Ding. Wir sind so glücklich. Das ist unsere Welt. So befremdlich, dass für uns alle auch anderen auch klingen mag. Jetzt ist viel in Bewegung gekommen, sagst du. Ja. Es ist eine Homepage entstanden. Was ist denn, welche Menschen haben sich denn gemeldet? Mit welchen Lieben, frage ich mal. Was lieben die Menschen? Welche Gegenstände? Sag mal so ein paar Beispiele. Wie gesagt, da ist einmal eine Frau, die ein Schiff liebt, ist da einmal. Ein Schiff, ein richtig großes Schiff. Ja, genau. Und wie gesagt, dann ist jemand, der sein Auto auch liebt. Dann habe ich jemanden kennengelernt, der ist auch so, sage ich mal, so zweigleisig. Der sagt, er ist auf einer Seite, dass er jetzt Männer liebt, aber auch irgendwie eine Faible für Plattenspieler hat. Da war jemand, das war eine sehr interessante Geschichte. Es ist auch so ein Zwischenbereich halt auch. Und und halt diese Frau aus Schweden halt. Da ist so eine Sache, die hat so eine Vorliebe halt für Mauern und Zäune halt auch. Für Mauern und Zäune. Und hat auch irgendwie so ein Guillotinmuseum, also es hört sich auch sehr abgedreht an, ist aber auch. Was für ein Museum? Ein Guillotinmuseum. Die baut so Modelle halt, auch so von Mauern, von Guillotinen und so. Also ist da in Schweden wohl sehr bekannt halt auch. Ne? Also sehr ungewöhnlich alles. Sehr ungewöhnlich. Aber es ist durch euren Auftritt und auch deinen Auftritt bei mir hier was in Bewegung geraten. Ja, wie gesagt, das ist halt. Man entdeckt doch schon Gemeinsamkeiten halt und ich auch gemerkt habe, dass das, was einem auch sehr wichtig ist, dass jetzt so im Verhältnis zu anderen Menschen, dass man merkt, dass es irgendwie geht das da sehr familiär zu und man hat endlich, man kann sagen, es ist so ein Wir-Gefühl, man hat was gemeinsam und es ist sehr positiv, es ist ein sehr, sehr reger Austausch und das finde ich auch unheimlich toll und spannend, also da passiert wirklich was an Austausch und geht sehr herzlich zu und ist wie so eine Familie halt. Ne? Das ist, gut, das freut mich zu hören, dass da einiges raus erwachsen ist. Grüßen wir an dieser Stelle mal alle objektsexuell orientierten Menschen. Sind ja nicht so viele, aber immerhin ein paar. Ja, vielleicht melden sich ja wieder welche. Vielleicht melden sich nur ein paar. Die Sendung in der Schweiz, wie gesagt, die wird morgen Abend da gesendet. Und wie gesagt, sagen wir doch gleich mal. Wie viel Uhr, wo genau? Das ist irgendwie SWR 1 oder so und dann irgendwie halb neun. Quer heißt die Sendung. Quer, ja. Gut. Ja. Joachim. Das ist da eine Möglichkeit, irgendwie da reinzuschauen. Ja. Ich danke für deinen Anruf. Halt uns auf dem Laufenden weiter. Ja. Und alles Gute. Ja, wenn irgendwie was Neues ist, so melde ich mich gerne mal wieder. Genau. Okay. Tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 5050 und hier ist Günay. Günay, ja, so heißt das, ne? Hallo. Hallo. Hallo, Günay. Warum hast du angerufen? Ja, ich habe ein ganz großes Problem. Und zwar, ich habe vor 6 Wochen ein Baby zur Welt bekommen. Ein Sohn.
und das alles total heimlich. Also das heißt, bis zum 7. Monat habe ich weite Klamotten angezogen. Und danach bin ich ins Frauenhaus gegangen, damit mein Vater das nicht mitkriegt. Weil ich bin Muslimin. Ja. Und das ist ja strengstens verboten. Wer ist denn der Vater? Ich will es keinen Namen wissen, aber erklär mir, wer der Vater ist. Der Vater meines Kindes? Ja. Ja, das ist, mit dem habe ich Schluss. Mhm. War das ein Deutscher oder war es ein... Ja, ein Deutscher. Ja. Weiß der denn davon, dass du schwanger geworden bist? Ja, er weiß das, aber wir haben Schluss miteinander gemacht, weil wir konnten es auch nicht mehr vertragen. Und am Anfang war das total gut, wir haben uns richtig super verstanden und wir hatten auch vor, irgendwie Hochzeitspläne gehabt und so. Wäre das denn möglich gewesen, dass du einen Deutschen heiratest? Hätte das deine Familie mitgemacht? Ich weiß nicht. War denn die Verbindung, die du mit deinem Freund hattest, war das eine heimliche Verbindung? Ja. Ja. Wie lange ging die? Anderthalb Jahre. So, jetzt bist du seit 6 Wochen Mama. Ja, genau. Und bist du aus Flucht, aus Angst vor dem Vater, vor der Familie in ein Frauenhaus gegangen? Genau. Und das danach. Ja. Und danach habe ich dann entbunden und habe ihn zur Adoption freigegeben. Ach so. Und wo bist du jetzt? Bist du immer noch in dem Frauenhaus? Nein, jetzt bin ich wieder zu Hause. Und niemand weiß etwas? Ja, niemand weiß es, aber irgendwie, ich habe die Eltern auch kennengelernt, also die Adoptiveltern. Ach, so schnell ging das alles? Ja, aber ich komme damit irgendwie nicht mehr, ich komme damit nicht klar. Ich werde total verrückt, weil ich habe die Leute zwar kennengelernt, aber sie sind immer noch fremde Leute. Und weißt du denn, wo das Kind jetzt ist? Weißt du auch eine Anschrift und so? Ja. Das weißt du? Ja, das weiß ich. Ist die Adoption schon vollkommen jetzt abgewickelt? Ja. Nein, das ist am 1. März passiert das. Ach so. Wie lange warst du dann im Frauenhaus? Vom 7. bis zur Geburt, also bis Dezember, Ende Dezember. Was hast du denn dann zu Hause gesagt, wo du bist? Ja, mein Vater dachte, ich wäre in der Psychiatrie. Warum dachte er das? Weil... Da ist jemand im Hintergrund, der sagt was vor, oder? Ich höre da immer so eine Stimme. Nein. Wieso glaubte dein Vater, dass du in der Psychiatrie bist? Also er dachte das, weil wir hatten uns früher mal sehr gestritten. Und es war keine heile Welt, also meine Familie und... Ja. Deswegen dachte er vielleicht deswegen. Ja. So, jetzt ist etwas passiert, was eigentlich sehr, sehr traurig ist. Ja. Nicht was eigentlich sehr traurig ist, was schlimm ist, was wirklich sehr, sehr traurig und sehr schlimm ist. Ja. Aufgrund der Einstellung deiner Eltern, deines Vaters, hast du etwas getan, was du eigentlich gar nicht tun wolltest. Willst, ja. Wenn du frei hättest entscheiden können, hättest du das Kind behalten. Ja, da hätte ich ihn, also eine Seite von meiner Stimme sagt, geh zu deinem Baby und halt ihn für immer fest. Aber die andere Stimme sagt mir, nein, das kannst du deiner Familie nicht antun, weil das ist eine große Schande. Mein Bruder will ja auch heiraten demnächst. Bruder will heiraten? Ja, und Dann wäre das eine Schande, wenn du ein Kind schon hättest? Ja, dann könnten sie nie wieder in den Heimatland gehen. Ach so. Und das will ich ihnen auch nicht antun. Ich will meiner Familie das nicht antun. Ich weiß, aber dafür tust du es dir selbst an? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Gäbe es denn jetzt noch einen Weg zurück? Du sagst, am 1. März ist es... Ja, dann wird der Notar. Und dann habe ich auch keine Rechte mehr, kein Nix. Wird das dann mit dem Notar... Der Kleine ist jetzt schon bei den Leuten, ne? Ja. Das ist natürlich eine Lage, Günay. Das ist eine Lage. Ich finde das ja wirklich ganz erschreckend, immer wenn ich solche Geschichten höre, dass das Mädchen von der Familie in so eine Situation gezwungen werden. Und dass die Mädchen etwas tun müssen, so wie du jetzt in deinem Fall, was eigentlich gegen euer Herz spricht. Ja. Dein Herz würde sagen, ich will mein Kind haben. Ja. Und wenn das jetzt auch alles kompliziert ist, aber ich will das Kind durchziehen und ich schaffe das schon. Ja. Jetzt lass uns mal den Fall durchspielen. Du würdest jetzt doch dich für das Kind entscheiden. Wie würde denn dann dein Leben aussehen? Du lebst im Moment noch in der Familie, ne?
Das heißt, da könntest du nicht zurückkommen? Nein, also ich müsste komplett, also ganz weit weg und also meine Eltern dürfen mich dann nicht finden. Das heißt, es gäbe nicht nur keinen Kontakt, sondern du hättest auch Angst vor der Familie? Ja, weil bei uns heißt es ja nur, Blutrache kann die Schande bereinigen. Also dann müsste mein Vater mich umbringen. Das wäre so? Dann wäre ich auf ständiger Flucht, ja. Und das mitten in Deutschland. Ich fasse es nicht, ich fasse es nicht. Was sagt deine Mutter? Ja, sie sagt, sei froh, dass noch bis jetzt keiner was weiß. Und ach so, das setzt jetzt voraus, dass deine Mutter, dir hast du das erzählt? Ja, meine Mutter hat das mitgekriegt. Ach so. Also ihr konnte ich das nicht verbergen, aber sonst niemand hat das mitbekommen. Und deine Mutter sagt letztendlich auch, du sollst das Kind abgeben? Ja. Obwohl sie schon eher dich verstehen kann? Wahrscheinlich sind die Mütter dann doch eher schon so ein bisschen auf der Seite der Mädchen, oder? Nein. Nicht? Nein. Eher auch nicht. Nein. Jetzt bringst du mich in eine Situation, Günay. Du erwartest von mir ja eine aufrichtige Meinung. Ja, was würdest du denn machen vielleicht von meiner Seite? Der Rat ist so sehr schwer im Moment, weil ich merke, in welcher ungeheuren Zwickmühle du sitzt und du sogar Angst um dein Leben hast. Insofern darf man jetzt nicht leichtfertig raten. Also ich will gar nicht verhehlen, dass natürlich mein allererster Rat und mein allererster Gedanke wäre, verdammt nochmal, steh du zu deinem Kind und mach du dein Ding. Und unterwerfe dich nicht einer Regel, die so menschenfeindlich ist. Andererseits, wenn du mir sagst, ich habe Angst um mein Leben, ich bin erst 18 Jahre alt, ich muss ganz woanders hingehen, ich muss quasi eine neue Identität annehmen. Ja. Weiß ich nicht, ob du das mit deinen 18 Jahren, ob du das alles schaffst. Du bist ja dann völlig auf dich alleine gestellt. Nein, ich meine, davor habe ich nicht Angst. Also ich würde das auch alles schaffen. Würdest du es dir zutrauen? Ja, das traue ich mir zu. Aber die Sache ist, ich hätte immer im Kopf, dass zum Beispiel meine Eltern die Ehre verloren hätten und dass die ganzen Muslimischen sie anspucken. Was ist denn schlimmer, die Ehre zu verlieren? Oder vielleicht ein ganzes Leben lang sich Vorwürfe zu machen, ich habe mein Kind verlassen, ich habe mein Kind einfach weggegeben. Was ist schlimmer? Für mich ist das mit dem mein Kind weggegeben, ist das schlimmer. Finde ich auch. Finde ich auch. Aber ich will auch nicht, dass sie nie wieder sich raustrauen, meine Eltern. Das will ich ihnen einfach nicht antun. Es gibt keine weise Lösung, glaube ich. Ne? Es gibt, glaube ich, keine Lösung, wo alle mit zufrieden sind. So habe ich den Eindruck. Ja. Ne? Du bist wirklich in einer Zwickmühle und bist in der bitteren Not, eine Entscheidung zu treffen. Und welche Entscheidung du auch triffst, sie ist schmerzlich. Ja. Ne? So ist es. Ich finde, dass letztendlich dein Herz entscheiden muss. Und dein Herz hat eigentlich schon entschieden. Wenn du jetzt schon solche Gedanken hast, was ist mit dem Kind? Wahrscheinlich geht dir das jetzt schon jeden Tag durch den Kopf. Wo ist er? Ja. Wie geht's ihm? Und dann wird das in den nächsten Monaten und Jahren wird das immer schlimmer für dich werden. Und du wirst dir immer Vorwürfe machen. Was bin ich für eine Mutter? Ich habe mein Kind weggegeben. Ja, und das habe ich ja jetzt schon. Das hast du jetzt schon, ja. Und jetzt hast du noch die Chance. Jetzt hast du noch die Chance, zurückzugehen und musst dafür etwas anderes opfern, was auch schlimm ist. Du musst die Familie opfern. Ja. Aber du merkst, dass ich, meine Richtung geht zu dem Kind. Ja. Meine Richtung geht wirklich zu dem Kind, weil ich das andere alles schrecklich finde. Ich finde es alles furchtbar. Ich finde es auch furchtbar, dass Eltern ihre Töchter in so eine Lage bringen, dass man nicht irgendeine Lösung findet. Mensch, man muss doch irgendeine Lösung finden. Die Eltern lieben doch auch dich. Das Herz ist entscheidend und das Kind ist entscheidend, Günay. Ja. Ich habe ja öfter schon mal solche Fälle hier in der Sendung gehabt und weiß, wie schwierig das für die Frauen ist, die Mädchen ist. Ja.
Ich möchte, dass du jetzt erstmal mit meinem Psychologen noch weitersprichst. Okay. Und dann wird dir mein Psychologe auch noch einige Anlaufstellen geben, Telefonnummern, die dir, falls du dich entscheiden solltest für den schweren Schritt, dich von deiner Familie zu trennen und für das Kind zu sein. Ja. Das sind Menschen, die sich sehr gut auskennen, auch in deiner Kultur, und die dir helfen dabei. Ja, das ist gut. Also ich glaube, ich habe dir meine Meinung gesagt. Die Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen. Ja. Und ich sage, ich habe es auch nicht leichtfertig gesagt, weil ich schon weiß, in welcher Situation du dich befindest. Ja, ich wollte auch hören, was du machen willst. Ja. Ich wünsche dir ganz viel Kraft, Günay, für die nächste Zeit, und dass du das tust, was für dich richtig ist und was du nicht hinterher schwer bereust. Ja. Alles Liebe von Herzen, du legst auf und mein Psychologe, der Johannes, ruft dich an, okay? Okay. Von Herzen alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Jürgen, 43 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Jürgen. Grüß dich, Domian. Ja. Zunächst mal einen wunderschönen guten Morgen. Ja, das ist sehr nett von dir. In der Abendfeder, ne? Ja, das kann man fast so sagen. Das kann man wirklich so sagen. Ja. Um was geht's denn? Bitte? Um was geht's denn, Herr Namensvetter? Ja, ich kann dir sagen, ich habe vor einigen Jahren mir sozusagen das Fenster geöffnet. Und zwar hatte ich da im Fernsehen, im TV, so eine Sendung gesehen, wo man gesehen hat, wie sich so eine Frau mit einer Frischhaltefolie, also mit so einer speziellen Folie, Frischhaltefolie, eingewickelt hat. Also von den Fußspitzen bis zum Hals. Auch die Arme, Hände komplett, ja. Das hast du im Fernsehen gesehen? Das habe ich im Fernsehen gesehen, ja. Genau. Und dann dachte ich, da war die Sendung Abnehmen, war da irgendwie dran, ne? Und da ich ein bisschen kräftig bin, ein bisschen stärker, habe ich dann gedacht, Mensch, das probierst du einfach mal. Wickelst dich auch in so eine Folie mal ein? Genau. Witzige Idee, ja. Und das habe ich dann auch gemacht. Dann brauchst du aber viel Folie. Ich bin da also so 1, 2, 3 Stunden, also so 2,5 bis 3 Stunden dann gesessen, habe mich dann auch überall bewegt, habe also einiges gemacht. Stopp! Und habe dann stopp, also schon gemerkt, stopp. Hallo. Stopp, ja? Ich muss es mir genau vorstellen. Du hast dich ganz nackt ausgezogen. Ja, natürlich. Wie schwer warst du zu der Zeit? 115. Oh, das ist schon ganz schön. Bei 1,78 hat man schon etwas übrig. Tatsächlich. Und hast dich dann ganz komplett in eine so eine durchsichtige Frischhaltefolie eingewickelt? Komplett, ja. Komplett. Von komplett. Fuß bis zum Hals? Bis zum Hals. Ja, da muss man ja tierisch schwitzen. Da schwitzt man dermaßen, ja. So, und da hast du dich dann damit auch in der Wohnung herumbewegt? Ja, richtig. Ich habe alles im Prinzip gemacht, ja. Also gelesen, habe gekocht, alles Mögliche. Also was man halt so tut. Wie lange hast du das gemacht? Okay, wie gesagt, das hat vor Jahren begonnen. Und dann habe ich das aber auch ein bisschen weiterentwickelt. Ja. Also zunächst mal habe ich mich ja komplett eingewickelt, auch meine Genitalien. Ja. Nur irgendwann mal habe ich gedacht, Mensch Meier, du könntest das vielleicht auch machen, dass du deine Genitalien, also den Penis und den Hodensack, die Skrotten, nicht einwickelst. Ja. Ne? Ja. Weil man muss dazu sagen, ich bin natürlich seit einigen Jahren Single, ne? Leider muss ich dazu sagen. Ja. Und habe dann gedacht, mein Gott, man hat ja auch irgendwo noch Gefühle und Sexualität will man ja eigentlich auch noch erleben. Ja, so, jetzt muss ich mal zwischendurch fragen, auf was das jetzt hinausläuft. Läuft das jetzt hinaus auf eine geniale Abnehmkur oder ist das ein sexueller Fetisch, der sich da entwickelt hat? Das heißt schon ein bisschen Fetisch. Ah ja. Aber also beides eigentlich. Ne? Im Fernsehen fing es so an, dass man damit abnehmen kann. Genau, man kann damit abnehmen, wirklich, das ist wirklich so. Aber du hast dann gemerkt, das macht mich irgendwie auch an. Ja, wenn genau. Ich in der Frischhaltefolie durch die Welt laufe. Genau, und dann, wie gesagt, habe ich das dann quasi weiterentwickelt. Ja. Habe dann die Genitale ausgelassen. Ja. Und habe dann auch wiederum mich stundenlang in diesem Plastikfolie bewegt und gemacht. Und dann irgendwann mal habe ich gemerkt, dass ich da unglaublich so eine Erektion bekomme. Ja. Also so wie gesagt, Gefühle. Ist das nicht irgendwie auf die Dauer auch gefährlich? Der Körper, die Haut muss doch atmen, wenn man... Nee. Absolut nicht. So. Also das ist wirklich nicht gefährlich, weil du musst das ja so vorstellen, über den Kopf. Ja. Geht die meiste Energie verloren. Also. Ja? Die ist ja ausgespart, ne? Ja. Und das reicht auch. Ne? So. Das macht halt so wirklich aus. Weil okay, ich merke schon, dass ich Hitzewallungen bekomme beispielsweise. Ja. Aber das ist dann schon okay. Aber es geht ja noch weiter. Ja.
Man hat dann irgendwie, da habe ich mir wieder ein Fenster aufgemacht, ne? Dann dachte ich, Mensch, probier das doch mal aus, geh dann mit der Folie in die Wanne, also zu dem Thema Wasser. Und dann habe ich mir, also wie gesagt, irgendwelche Exzentien, sei es Meerwasserkristalle oder irgendwelche gute stimulierende Sachen mit in die Wanne reingetan und habe mich dann in die Wanne gelegt. Das ist also auch ein eine weitere Steigerung. Eine Weitesteigerung. Genau. So, wohin geht's? Wohin ist es jetzt noch gesteigert oder? Ja, die Steigerung folgt dann auch darauf hin, dass ich dann auch masturbiere. Ja, in der Wanne oder auch außerhalb? Sowohl als auch. Ja. Also ein Fetischist in Sachen Frischhaltefolie. Genau. Aber dann da geht doch eine ganze Menge drauf. Das ist auch nicht billig, das Zeug, ne? Das kann man wohl sagen. Also ich verbrauche da schon eine riesige Menge von Folie. Also ich brauche so im Monat 15, 20 Folien, sowas ungefähr schon. Ja. Denn also für eine Wickelung kann man sagen, geht fast eine Folie drauf. Ist ja schon sehr bizarr. Du bist solo im Moment. Ich bin solo, leider, ja. Ja, weil das würde sicher die eine oder andere Frau auch ein bisschen befremden, ne? Wenn du da mit deiner Frischhaltefolie durch die Welt läufst. Ja, das wobei heißt, durch ich die Wohnung sagen läuft. Muss, mit einer Frau habe ich das mal ausgelebt, aber die fand es auch irgendwie splinig und hat das auch mitgemacht. Wobei, das liegt schon sehr lange zurück. Also, was wir hier alles immer erfahren, ne? Bitte? Ich sag, was wir hier immer alles erfahren. Ja, nee, also es ist schon immer irgendwie ein Tick von wieder mir. Was wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, bei dir hat mal eine Frau angerufen, die unter anderem auch auf etwas adipösere Männer steht. Kannst du dich doch noch erinnern? Auf was für Männer? Adipöser? Adipositas heißt ja etwas dicklich, also dick sein. Ja, ne? Ja, das kann sein, ja. Ja, genau. Und da hat eine Frau bei dir angerufen, die etwas auf kräftigere Männer steht. Ja. Also ich habe natürlich durch diese Aktion, die ich da mache, schon mindestens 13, 14 Kilo abgenommen. Das ist ja auch ein schöner Nebeneffekt dann. Ja, richtig. Ne? Also, und wenn man dann noch Spaß dabei hat, also was will man mehr? Genau. So, ein neuer Fetisch ist entdeckt, nämlich Frischhaltefolie. Jürgen, danke für den Anruf. Alles klar. Tschüss. Also übrigens, Domian? Ja. Also wenn es natürlich Frauen geben sollte, die, ich will jetzt nicht irgendwie da auf Kontaktanzeige machen, aber die da irgendwie sagen, Mensch, das könnte ich mir auch vorstellen oder die Stimme war sympathisch. Dann machen wir doch auf Kontaktanzeige. Wenn sich Feedback entwickeln sollte, dann würde ich klar. mich freuen, wenn ihr mir da vielleicht was zukommen lassen würdet. Machen wir dann doch auf Kontaktanzeige. Alles Gute, tschüss. Julia ist hier, Julia, 27 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Mein Thema ist, dass ich Zwillinge bekommen habe im Mai letzten Jahres. Und mein Partner, meine Tochter, sexuell missbraucht hat, die dann an der Folge darauf gestorben ist. Der Sohn lebt noch. Und ich damit einfach nicht fertig bin. Das war jetzt so schnell und das war auch so ein Knistern in der Leitung. Voriges Jahr im Mai hast du Zwillinge bekommen. Genau, also nach einer Mädel und Junge. Genau, nach einer künstlichen Befruchtung. Ja. Nach einer fast 10-jährigen Beziehung. Ja. Und der Mann, also mein Ex-Partner, das Mädchen. Also der Vater des Kindes? Vater der beiden Kinder hat das Mädchen sexuell missbraucht im Alter von 5 Monaten und das Mädchen dann auch an den Folgen gestorben ist und ich damit nicht klarkomme. Dieses kleine Kind von 5 Monaten so sehr sexuell missbraucht, dass dass sie an inneren Blutungen oder innere Verletzungen daran verstorben ist und ich damit einfach nicht klarkomme. Das ist ja unglaublich. Ich mir eben auch Vorwürfe mache. Ich hätte merken müssen, es kam raus sie hatte Blutungen in den Windeln. Und ich dann mit ihr zum Kinderarzt bin und er mich dann an die Uniklinik hier verwiesen hat. Und dann auch ziemlich schnell festgestellt wurde, dass eben sexueller Missbrauch vorliegt. Er dann meinen Vater erst verdächtigt hat, also den Opa der Kinder. Ja. Und es kam dann schnell raus, dass er das war. Ja, aber wie kam das so schnell raus? Das ist der Mann, mit dem du 10 Jahre zusammen bist. Weil es eben nur er hätte sein können. Also es war so, ich war berufstätig halbtags, er auch. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, an deiner Stelle,
dass das so abwegig ist, wenn das der Mann ist, den man liebt, mit dem man so lange zusammen ist, dass du es auch wahrscheinlich lange von dir weggedrängt hast auch. Oder? Ich habe das nicht geglaubt, zumal es war so, wir haben uns lange Kinder gewünscht und es hat nicht geklappt und wir haben uns dann beide untersuchen lassen und bei ihm wurde dann festgestellt, dass die Samen zu langsam waren und es dann eben durch die künstliche Befruchtung kam, dass wir Zwillinge bekommen haben. Ja. Und wir beide eigentlich so sehr Kinder wollten. Mhm. Und ich Julia. Mir das nicht vorstellen konnte, dass er das war. Aber es kam dann, über kurz oder lang kam es dann raus, dass er hat es dann auch zugegeben. Er hat es zugegeben. Er hat dann, war das Kind, wo dann die Polizei da war und es wurde dann ja auch Obduktion bei meiner Tochter gemacht. Aber er hat es erst zugegeben, als das Kind schon gestorben war. Erst dann hat er es zugegeben, Wo ist er denn, sitzt jetzt auch in Haft. Er sitzt in Haft. Welche Vorwürfe genau machst du dir? Warum ich das nicht vorher gemerkt habe, wenn ich meinen Sohn sehe, denke ich, er hat eine Schwester in dem Alter und ich hätte es merken müssen. Moment. Freunde wenden sich von mir ab, weil sie nicht wissen, wie... Langsam. Du hast den Mann 10 Jahre geliebt. Ja. Ihr beide habt euch innig ein Kind gewünscht. Ja. Das sagst du. Du hast zu diesem Mann immer ein großes Vertrauen gehabt. Ja, klar. Bedingungslos, also blind. Gab es denn in irgendeiner Weise vorher, früher Anzeichen, dass er in diese Richtung vielleicht... Überhaupt nicht. Nee, auch wenn in den Nachrichten... Man hört ja manchmal von Mädchen, die irgendwie verschwinden oder so, hat es immer verteufelt und für furchtbar erklärt und nie verstanden, wie das jemand machen kann. Weißt du, warum ich das jetzt so genau frage? Natürlich verstehe ich, dass du unter einem unvorstellbaren Schock stehst. Dein 5 Monate altes Kind ist tot. Ja. Ich verstehe auch, dass man sich da in der Not und im Schock, in dem Grauen, in der Traurigkeit, dass man nach Schuld bei sich selbst sucht. Aber wie ich hätte es merken müssen. Nein, aber wie solltest du das denn merken? Deswegen frage ich das ja auch gerade so. Und du sagst mir ja wirklich ganz schnell, nein, dieser Mann hat niemals ein Anzeichen diesbezüglich an sich merken lassen. Wie kannst du das denn merken? Ich weiß es nicht. Ich mache mir halt den Vorwurf. Die Vorwürfe haben mir auch Freunde und Bekannte gemacht. So nach dem Motto, das muss man doch merken. Ach, das ist doch Blödsinn. Aber ich hab's nicht gemerkt. Ich könnte mir vorstellen, wenn du es auch nur ansatzweise gemerkt hättest, hättest du doch was unternommen, oder? Natürlich. Ja, klar. Ja, siehst du. Also hast du nichts gemerkt. Da schlummerte etwas in deinem Mann, obwohl ihr beide euch auch so gut kanntet und so lange zusammen wart, was du definitiv nicht gesehen hast, was er so versteckt hat. Aber ich frage mich, wie kann ein Mann ein 5 Monate altes Baby, das ist ja wirklich, ich meine, okay, irgendwo verstehe ich teilweise, wenn ein Mann sagt, er geht an ein 13-jähriges Mädchen. Mhm. Aber doch nicht ein 5 Monate altes Baby, das wirklich noch keine Merkmale von einer Frau hat. Er hat das Kind quasi vergewaltigt. Hat er und sie ist dann aufgrund der inneren Verletzungen, die sie dadurch hatte, auch gestorben. Ja, das ist und er hat 3 Jahre und 9 Monate. Also er sitzt jetzt in Haft. Mhm. 3 Jahre nur. Ja. Nur 3 Jahre. Nachdem er sowas Schlimmes getan hat. Ja. Jetzt möchte ich dich noch was fragen, Julia. Du hast es gerade schon ein paar Mal gesagt. Gibt es tatsächlich Menschen in deinem Umfeld, die dir Vorwürfe machen? Ja, genug. Also meine Eltern leben nicht mehr. Aber gerade von seinen Eltern kamen die Vorwürfe. Die sagen, seine Eltern sagen sogar zu dir, das hättest du merken müssen? Ja. Und auch von Bekannten und Freunden, teilweise wie sie mit mir umgehen sollen. Und teilweise kommt halt auch, wie kann eine Mutter nicht merken, wenn ihrer Tochter sowas passiert. Aber ich glaube es dir wirklich, Julia, ohne dass ich den Fall jetzt eingehen kenne. Dass, so wie du mir das jetzt alles schilderst, ich glaube es dir hundertprozentig. Und wo ich das Blut bemerkt habe, dass sie dann hatte, bin ich ja auch gleich zum Arzt mit ihr. Immer. Aber
Vorher, warum habe ich vorher nichts gemerkt? Weil du nichts merken konntest. Weil es ja, was solltest du denn merken, wenn er das so vertuscht hat? Gibt es denn eine Vermutung, wie lange er das schon gemacht hat oder wie viele Tage? Oder? Laut der Gerichtsmedizin, die dann die Obduktion gemacht hat, bestand der Verdacht, dass es seit ihrem zweiten Lebensmonat bestand. Unfassbar, unfassbar, unfassbar. Und dafür kriegt er 3 Jahre nur. Drei Jahre und neun Monate. Es ist unfassbar. Und wie der Staatsanwalt mir gesagt hat, besteht die Möglichkeit, dass er nach 2/3 der Strafe entlassen wird. Unfassbar. Als du das bemerkt hast, als die ersten Blutungen bei dem Kind zu sehen waren, wie lange hat das Kind denn dann noch gelebt? 3 Tage. Unfassbar. Es tut mir so leid, Julia, was dir passiert. Also ich wusste auch nicht, was sie hat. Ich konnte mir das nicht erklären, weil sie ist weder vom Wickeltisch gefallen noch irgendwie sonst. Wie hast du denn die letzten Monate überhaupt ertragen können, leben können? Ja, du hast ja ein Kind noch, du hast die Verantwortung für das Kind. Das ist genau mein Problem, weil viele sagen, sei froh, dass du noch ein Kind hast. Aber wenn ich ihn sehe, sage ich mir, ich habe versagt, indem ich meine Tochter habe dem ausgesetzt. Nein, Julia, ich sage dir jetzt nochmal, du hast nicht versagt und du trägst überhaupt keine Schuld. Aber ich weiß, ich ahne, was in dir vorgeht. Ich rate dir ganz, ganz, ganz dringend, dass du professionelle Hilfe aufsuchst. Die habe ich ja bekommen. Hast du die immer noch im Moment? Durch die Polizeipsychologe am Anfang. Aber jetzt im Moment nicht? Nein, gar nicht mehr, weil ich eben auch darauf überhaupt, weil mir jeder irgendwie einreden will, du hast keine Schuld. Aber ich sage mir, weil mir es auch viel irgendwo einrede. So nach dem Motto, du hättest was merken müssen. Ich rede dir das nicht ein. Ich sage dir hier, wie ich das immer sage, ich sage dir offen meine Meinung. Wenn ich glauben würde, dass du Schuld hättest, würde ich das auch sagen jetzt. Das glaub mir. Aber ich sage dir noch etwas anderes. Du hast ein solches unvorstellbares Unglück hinter dir und zu verarbeiten. Das schaffst du nie im Leben alleine. Ja, das weiß ich, aber ich habe den Mann 10 Jahre gekannt. Pass mal auf, Julia. Und ich kenne ihn doch nicht. Genau, damit muss man ja erstmal fertig werden. Jetzt hast du mich hier schon angerufen, das ist ja auch schon ein Zeichen, ein Hilferuf, dass du sprechen möchtest, dass du dich mit jemandem auseinandersetzen möchtest. Ich möchte unbedingt, und ich bitte dich, dass du jetzt auch darauf eingehst, dass du jetzt noch ausführlich mit meinem Psychologen sprichst. Okay. So, und mein Psychologe wird dir dringend auch noch einige Anleitungen an die Hand geben, was du jetzt zu tun hast in den nächsten Wochen. Du darfst jetzt nicht alleine bleiben. Du brauchst wirklich professionelle Unterstützung. Sonst wirst du irre daran. Du wirst verrückt davon. Und das ja, ist, ich sehe jeden Tag meine Tochter vor mir, wie sie vor mir liegt. Ja, das glaube ich. Wenn ich meinen Sohn sehe, denke ich mir, ich würde das Gleiche machen. Das glaube ich. Deswegen muss man dir wirklich jetzt ganz schnell, ganz, ganz schnell intensiv helfen. Sonst geht das nicht. So, liebe Julia, du legst bitte jetzt auf und du wirst von meinem Psychologen, der heißt Johannes, wirst du zurückgerufen. Okay. Ich wünsche dir viel Kraft, Julia. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt ist hier Felix. Und Felix ist 46 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo, Felix. Ja, um was geht's denn bei dir? Domian, ist das... Ich nach 28 Jahren Ehe meine Frau an irgendjemanden verloren habe. Sie hat einen Arbeitskollegen und ist jetzt weg, einfach so. Er ist 15 Jahre jünger und ist wahrscheinlich hier aus unserem Kreis ausgebrochen. Ich weiß auch nicht. Habt ihr Kinder? Ja, wir haben 3 Kinder. 3 Kinder. Wie alt sind die? Der Große ist 26, der uns auch ein bisschen Probleme bereitet. Dann haben wir noch einen 20-Jährigen und noch eine 16-jährige Tochter. Und die sind alle drei, die alle drei sind noch in der elterlichen Wohnung? Oder? Nee, nur die letzten beiden. Die letzten beiden. Die Tochter und der mittlere Sohn. Mhm. Wann ist das passiert, dass deine Frau weg ist? Seit wann ist sie weg? Weg ist ja übertrieben, also sie ist weg gewesen, also diese Aktion hat so stattgefunden, Weihnachten, also vor Weihnachten, es war eine Weihnachtsfeier, wo der Anlass war und auf einmal ist es dann so gewesen, dass sie praktisch nachts nicht nach Hause gekommen ist, dann war sie eben weg und
jetzt ist dieses Spiel wiederkommen und weggehen ist jetzt immer, bringt uns alle in eine Gefühlswelt, ach so, das heißt, wir überhaupt nicht das heißt, klarkriegen. Sie taucht manchmal bei euch in der Wohnung auf und ist dann wieder bei dem anderen Typ. Richtig. Und hin richtig. Und her und hin und her. Richtig, und gestern hatte ich ja schon versucht, bei dir anzurufen, vielmehr bin ich durchgekommen. Ja. Da war sie wieder nicht da und heute ist sie Mittag wieder aufgetaucht und tut so unter dem Motto, also ich bin ja hier noch, das ist ja hier noch meine Wohnung und ich muss ja hier noch was machen. So. Aber sie hat ein Verhältnis mit dem anderen, kann man richtig, so sagen. Ne? Ja. Redet ihr beiden denn offen, was jetzt ist und was werden soll? Naja, ich versuche immer mit ihr Gespräche anzuregen und ihr zu sagen, das geht nicht so weiter, du musst eine Entscheidung treffen. So sehe ich es auch, ja. Ja, und ich sage, und dann sagt sie, ja, sie ist noch nicht so weit, sie weiß nicht, was sie macht. Und ich sage, das kann da aber nicht so weitergehen. Nee, aber sie ist ja offensichtlich so weit, dass sie sich schon mal auf einen anderen Mann eingelassen hat. Richtig, ja, richtig. Und ich habe ihr auch gesagt, du kannst doch die 28 Jahre einfach so wegschmeißen. Da muss doch was dran sein. Nee, gut, wir haben wahrscheinlich, da wir so früh geheiratet haben. Ist denn die Ehe in den letzten Jahren problematisch verlaufen? Na, problematisch kann man nicht. Wahrscheinlich werde ich ihre Alarmsignale nicht gehört haben. Wahrscheinlich. Du hast es gar nicht so mitbekommen. Ja, das ist, also jeder nach so langer Zeit, denke man, ist man da schon irgendwo im Schiff, wo man das nicht mitkriegt. Ja, wahrscheinlich. Du liebst deine Frau noch? Abgöttisch. Du möchtest sie auf jeden Fall zurückhaben. Ja, das heißt also, diese Liebe ist noch stärker jetzt geworden. Ja. Aber dieses Problem, wenn ich dich noch mal kurz unterbreche, dieses Problem so, ich will sie ja nicht unter Druck setzen. Denn wenn ich sie jetzt unter Druck setze, könnte sie ja was Falsches tun. Denn andererseits der Mann, den sie da jetzt hat, der ist ja erst mal 15 Jahre jünger, der hat kein geregeltes Einkommen, ist arbeitslos, wohnt beim Bekannten zur Untermiete. Okay, natürlich darfst du sie nicht unter Druck setzen, aber du musst natürlich auch eine Haltung haben. Richtig. Ja, das ist wichtig. Ja. In diesen Gesprächen, lass mich das noch fragen, die ihr geführt habt, hat sie denn mal etwas begründet, warum sie ausgebrochen ist aus der Ehe? Hat sie eine Unzufriedenheit ausgesprochen? Hat sie irgendwas gesagt? Na, sie hat immer von Druck geredet, dass praktisch ich Druck auf sie ausgeübt habe. Wie meint sie das? Das hat was damit zu tun, wahrscheinlich, dass wir haben ein Einfamilienhaus, die hat sie von ihrer Tante geschenkt gekriegt, mit ihrer Schwester zusammen. Und da habe ich immer gesagt, weil wir ja noch eine Mietwohnung haben, das bringt da eigentlich gar nicht, wir können auch da rausziehen. Und dann ist dieser Streit, wo ich dann ihr immer gesagt habe, du musst dieses Problem mit deiner Schwester lösen. Ich kann das mit dir nicht lösen. Aha, gut, das müssen wir jetzt auch vielleicht gar nicht so im Detail verstehen. Da ist irgendwas mit dem Haus und mit dem Wohnen und das sind so übliche Probleme, die natürlich sehr auch an eine Ehe und einer langjährigen Verbindung zehren können. Ja. Wie war so die Innigkeit, die Zärtlichkeit oder auch gar die Sexualität in der letzten Zeit? Also die Sexualität war im Prinzip bis Ende Dezember noch ganz normal, nach meinem Empfinden. Also ich denke mal, da hat sie wohl bis dato noch nicht mit ihm geschlafen. Ja. Denn seitdem, jetzt praktisch Anfang, Ende, also so in dem Januar, da ist überhaupt nichts mehr mit der Sexualität. Also sie stößt mich ja auch ab. Ja, darüber hinaus, dass sie gesagt hat, du hättest so viel Druck ausgeübt. Hat sie noch was anderes, vielleicht ein bisschen konkreteres gesagt, beispielsweise, ob sie dich noch liebt? Ja, da hat sie gesagt, also im Moment ist keine Liebe mehr für mich da. Im Moment ist ein guter Ausdruck, ne? Damit kann man jemanden auch hinhalten. Richtig, und das ist ja eigentlich auch das Problem, weil jedes Mal kommt sie hier wieder her. Ja, weißt du, für mich hört sich das so an, als würde die versuchen, zwei Feuer am Brennen zu halten, auf zweigleisig zu fahren. Ja. Mit Netz und doppeltem Boden zu agieren. Sie hat ja ihren neuen Schmusi, ne? Aber sie will auch das warme Nest noch nicht aufgeben. Richtig, die Geborgenheit, denn sie hat ja hier ihre Intimität. Und die Sicherheit und was die Familie. Genau, die hat sie ja da nicht, weil da mehrere Personen leben in der Wohnung. Also so, alle unterschiedlich. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich finde, wo man doch in einer gewissen Weise, wo ich gerade sage, du musst eine Haltung haben und manchmal wird Haltung auch zum Druck. Richtig. Nennen wir es ruhig so. Ja. Ich finde, dass du sie schon zu einer Entscheidung zwingen solltest. Also ich habe, wenn ich dich mal kurz unterbrechen darf, ich habe ihr schon gesagt, also wenn du jetzt gehst, dann gehst du eigentlich für immer. Das musst du ja nicht so sagen. Aber sie muss jetzt erstmal eine klare Entscheidung treffen.
Zerschlage nicht zu viel Porzellan. Sage nur, bringe nur eine Ordnung in euer Leben. Lass es einfach mal offen, was vielleicht in einem Jahr oder zwei Jahren ist. Vielleicht kommt sie ja wieder. Vielleicht beschädige euch nicht zu sehr. Aber es muss jetzt eine klare Linie gezogen werden, damit ihr euch nicht beschädigt. Und sehr gut wäre, wenn ihr beide euch noch mehr und intensiver aussprechen würdet. Ja, damit ich frage sie ja immer, wenn sie hier ist, willst du reden, komm, und dann fange ich langsam ein Gespräch an. Mhm. Fange an. Klar, in der Ehe gibt es Höhen und Tiefen und etc. Und wir sprechen über alles. Aber sie windet sich raus. Na, nee, sie fängt dann an, mit mir zu sprechen, aber irgendwann kommt dann ein Punkt, wo sie dann abbricht. Was hältst du von dem Vorschlag, wenn du ihr wiederum vorschlagen würdest, dass ihr gerade jetzt in dieser Hochkrisensituation mal 1, 2, 3 Mal zu einer Eheberatung geht? Na, das habe ich ihr schon mal gesagt, lass uns doch dahin gehen und lass uns mal da unsere Probleme auf den Tisch legen. Mhm. Na, das sind doch alles bloß Psychologen, die alles nur Quatsch erzählen. Finde ich völligen Unsinn. Ja, das finde ich ja auch. Ja, da ist ein neutraler Mensch, der euch hilft, euch zu klären, sage ich mal. Denke ich mal. Ja, und wenn man kann dabei ja nie was verlieren, sage ich immer. Man kann höchstens sagen, bringt mir nichts, ich gehe wieder nach Hause. Man kann es ja ausprobieren. Richtig, das habe ich ihr auch gesagt. Aber das Problem ist ja nur, jedes Mal, wenn sie wieder kommt hier und sie wieder weg ist, und das ist ja... Ich würde deiner Frau sagen, wenn ich du wäre, würde ich ja sagen, pass mal auf, wenn du nicht sprechen willst, ich möchte sprechen, aber wenn du partout nicht reden willst, dann komm auch die nächste Zeit nicht mehr hier in unsere Wohnung. Dann mach einen klaren Strich. Das ist hart, aber es ist, damit sie auch weiß, dass sie da auch nicht alles mit dir machen kann. Sei nicht so aggressiv, vielleicht kann man doch noch in einer gewissen Zeit später was retten. Aber jetzt muss man ein klarer Strich gezogen werden. Na, ich hab ja auch schon versucht, ich habe ein anderes Schloss eingebaut und so. Aber ich denke mal, das ist auch nicht so der richtige Weg. Nein, das ist nicht der richtige Weg. Nein, das muss anders geklärt werden. Weil in dem Moment habe ich ja auch noch eine gewisse Sorge gegenüber den Kindern, die hier wohnen. Mhm. Na gut, Gott sei Dank sind sie ja schon relativ aus dem Gröbsten raus. Und ja. Du hast gerade einen Satz gesagt, man kann ja 28 Jahre nicht so wegschmeißen. Mhm. Das sagt immer derjenige, der verlassen wird. Das sagt immer der traurig ist. Ja. Das sehe ich auch so wie du. Aber das ist kein Argument, um die Liebe im Moment neu zu entfachen. Mhm. Ist es denn so, dass man um die Liebe wieder neu kämpfen muss? Kämpfen? Ja, das ist immer so eine Sache. Was heißt das, kämpfen? Ja. Ich glaube, in der Situation, in der du dich befindest, ist ein klarer Rückzug erstmal das Klügste. Aber Rückzug, den du auch von ihr verlangst. Einfach eine Trennung. Vielleicht beruhigen sich die Fronten und ihr kommt wirklich in ein paar Monaten nochmal ins Gespräch. Das, was ihr jetzt im Moment macht, birgt die Gefahr in sich, dass ihr euch zermürbt und dass ihr euch so in die Haare kriegt und du auch auf die Dauer so sauer bist, dass ihr immer wieder dich auch noch ausnutzt. Richtig, und die Situation, das muss unterbunden werden, finde ich. Ja, das heißt also, ihr zu sagen, also es ist besser, wenn du mit mir nicht reden willst, dann lass uns die nächsten, dann lass uns trennen. Lass uns die nächsten Monate, man kann das ja erstmal so vereinbaren, lass uns die nächsten Monate ganz einen radikalen Strich ziehen. Das ist ja auch das Problem, wenn sie darauf sich einigt und sagt, hier ist ja auch noch meine Wohnung. Ich weiß ja nicht, wo ich hin soll. Das ist ja ihr Argument, was sie auch immer bringt. Ich weiß ja nicht, wo ich hin will, weil er ja keine eigene Wohnung hat. Gut, da muss man gemeinsam überlegen, dass sie sich irgendwo eine andere kleine Wohnung nimmt. Das ist ja lösbar. Ja. Felix, in diesem Sinne, ja, du meinst, würde ich sagen, zieh es durch, wenn es auch sehr hart und sehr traurig ist für dich. Aber sei nicht zu aggressiv, dass du nicht auch Sachen tust, wo du hinterher denkst, ach, hätte ich das mal nicht gesagt. Also samte Handschuhe anziehen. Aber klare Haltung. Ja. Alles Gute. Dumme, ich danke dir. Auf Wiederhören, Felix. Ja. Tschüss. So, meine Lieben, 0800 220 5050, die Telefonnummer, dann die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Und hier ist die Wiebke. Und Wiebke ist 16 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Hallo, Wiebke. Weswegen rufst du an? Ich habe vor einer Woche mich mit einem Mann getroffen. Und der hat mich halt bezahlt dafür, dass ich mit ihm geschlafen habe. Zum ersten Mal sowas passiert? Ja. Wie kam das? Naja, also ich war im Internet und war halt im Chat und da hat er mich angeklickt und hat mir das angeboten und ich dachte mir...
Ach, im Chat alles erstmal. Der Anfangskontakt ist im Chat passiert. Ja. Wie alt ist der Mann? 41. Dann hat er dich angeklickt? Mhm. Und dann? Ja, er hat halt gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mich mit ihm zu treffen. Und er hat halt gefragt, ob ich da halt, ja, ob ich da Lust drauf hätte, hat mir dann auch Geld dafür geboten und... Ach, das hat er schon im Chat gemacht, ja. Auch mit dem Geld. Ja. Hat er eine Summe genannt? Hm. Nämlich? Na, er hat die Summe genannt und... Wie hoch die Summe? 200 Euro. Ja. So, und dann hast du was gemacht? Ja, ich habe dem zugestimmt und dann hat er einen Treffpunkt und eine Zeit gesagt und dann... Bist du hingegangen? Ja. Und wo ist das dann passiert? War das in einem Hotel oder draußen? Oder? Ja, in einem Hotel. Also so ein Billighotel halt. Mhm. Und wie hast du das Ganze empfunden, was dann passiert ist? Halt ekelhaft, als widerlich, als weiß ich nicht. Ich meine, er wusste ja, wie alt ich bin und er hat mir gesagt, er hat eine Tochter in meinem Alter. Und mhm. Bist du wirklich 16 oder noch was jünger? 16, ja, 16. Wirklich. Mhm. Und na, ich dachte mir halt vorher, okay, das kann ja nicht so schlimm werden und die Zeit geht schnell um und mhm. das vergesse ich dann auch wieder. Und ja, aber das vergisst man nicht so schnell wieder. Nee. Hat er das mit Kondom gemacht? Ja. Ja. Wie lange hat es gedauert alles? 1,5 Stunden. So lange? Mhm. Und du fandest das die ganze Zeit nur grauenhaft? Ja, und hat er immer gesagt, nun lächle doch mal, nun lächle doch mal, und dann habe ich gelächelt. Mhm. Vor einer Woche. Mhm. Und dann bist du ja irgendwann nach Hause gekommen. Was hast du zu Hause gemacht? Ja, zuerst bin ich erst noch draußen rumgelaufen und habe nachgedacht, und dann bin ich irgendwo nach Hause und ja, hab mir aber nichts anmerken lassen, war mhm. wie immer. Hast du es denn irgendjemandem überhaupt erzählt bisher? Ja, meiner besten Freundin. Was sagt die? Naja, also zuerst, weiß ich nicht, hatte ich das Gefühl, dass sie ziemlich geschockt und mhm. naja, irgendwie auch naja, ein schlechtes Bild dann von mir hat und so. Ja. Aber hast du Sorge, dass sie rumquatscht irgendwie? Nee, das nicht. Das nicht. Mhm. Sag mal, Wiebke, 200 Euro ist natürlich eine Stange Geld, ne? Hast du es denn so dringend nötig oder war das einfach so mal so eine Idee? Es war eher eine Idee. Also du bist nicht so... Nee. Also du kommst eigentlich so mit deiner Kohle ganz gut klar. Naja, als Jugendlicher so braucht man eigentlich immer klar, Geld, aber... Aber es geht irgendwie so. Es geht, ja. Mhm. Kann man sagen, dass das irgendwie eine verrückte, völlig undurchdachte... Idee war, auf die du da so gekommen bist? Ohne große Hintergedanken? Ja, eigentlich schon. Hat dich das Geld da gereizt in erster Linie oder hat dich gereizt, auch mal irgendwie sowas Verbotenes und sowas Verrücktes zu machen? Nee, eigentlich nur das Geld. Das Geld. Hm. Was wolltest du dir für das Geld? Was hast du dir vorher so überlegt? Was wolltest du für das Geld kaufen? Na, mal wieder schön shoppen gehen und ein Piercing wollte ich mir machen lassen. Mhm. Hast du das schon gemacht jetzt mit den 200 Euro? Ja, also ich war einkaufen und ja, das Piercing habe ich schon einen Termin. Mhm. Aber irgendwie... Macht das gar keinen Spaß, das Geld auszugeben? Nee. Mhm. Mhm. Ich höre so an deiner Stimme und an deiner Stimmung auch, dass du das nie wieder machen wirst, ne? Ja. Nie mehr? Nee. Mhm. Ich habe mir gedacht, es gibt so viele Prostituierte und ich meine, klar, die sind älter als ich, aber so schlimm kann es halt nicht sein und es ist aber doch so. Mhm. Hast du einen Freund eigentlich? Mhm. Was, Wiebke, ist natürlich blöd gelaufen, finde ich schon. Das ist natürlich richtig beschissen, was du da gemacht hast. Müssen wir gar nicht drüber reden. Weißt du selbst. Vor allen Dingen hast du dir selbst geschadet damit so sehr. Ja. Aber ich meine, du bist 16 Jahre alt und man macht halt immer wieder Fehler im Leben. Man macht auch Fehler, wenn man jung ist.
Und Fehler sind dafür da, dass man sie nicht nochmal macht und dass man daraus lernt. Und ich würde das auch unter dieser Rubrik so verbuchen. Da habe ich einen verdammt schlimmen Fehler gemacht. Aber da bricht auch die ganze Welt nicht zusammen. Und du bist deshalb nicht ein schlechterer Mensch oder ein minderwertigerer Mensch. Ja, aber das Gefühl habe ich irgendwie. Das glaube ich. Das wird vielleicht auch noch eine ganze Weile anhalten. Aber du bist es nicht. Du hast einfach nur einen verdammt harten Fehler gemacht. Aber du siehst ja jetzt selbst und hast ja auch daraus jetzt schon gelernt. Du hast direkt währenddessen daraus gelernt, dass das nicht dein Ding ist und dass du das, dass das nicht gut ist für dein Gefühl, für dein Herz, für deine Psyche. Aber du bist kein schlechter Mensch deshalb. Aber das will natürlich, das muss man natürlich irgendwie verarbeiten erstmal. Man muss damit klarkommen. Ich würde es an deiner Stelle auch niemandem sonst erzählen. Du hast es deiner besten Freundin erzählt. Hm. Vielleicht noch jemanden, der dir, müssen wir mal überlegen, der dir vielleicht da noch ein bisschen professionell unter die Arme greift, um das zu verkraften. Ich möchte, dass du mit meinem Psychologen noch ein paar Worte redest. Ist das in Ordnung? Hm. Johannes heißt der. Hm. Dann legst du auf und der ruft dich gleich an. Okay. Okay, alles Liebe und alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Und Martina. Martina ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Martina. Weswegen rufst du an? Also mein Problem ist, dass ich, also deine Regie hat mir gesagt, ich soll es als Putzfimmel so anreden, damit du weißt, worum es geht. Sag du mal, wie du das sagen willst. Das ist schon, das ist wichtiger. Also das ist bei mir so, wenn ich einkaufen gehe, ich muss alles Eingekaufte abputzen, aha, bevor es in den Schrank kommt. Also auch wenn mein Mann nach Hause kommt, der muss sein Handy erstmal auf den Schuhschrank legen, seine Zigarettenschachtel, es muss alles abgeputzt werden. Wie? Also auch wenn du solche Sachen kaufst wie Zigaretten, dann putzt du die zu Hause nochmal ab? Ja. Also auch Lebensmittel, wenn du eine Dose Erbsen kaufst, wird die Dose erstmal poliert, bevor sie in den Schrank kommt? Genau. Im Prinzip alles, was du einkaufst. Alles, was von draußen reinkommt, wird abgeputzt. Ja, nicht nur Einkäufe, sondern wenn man auch so draußen war. Also Schuhe, die müssen blitzblank sein, oder wie? Nein, Schuhe stelle ich in der Ecke. Also, ja. Aber die dürfen dann nicht mehr angerührt werden. Ja. Und auch jetzt so, also warum ich mir jetzt eigentlich so Gedanken drum mache, geht's wegen meinem kleinen Knopf, weil der ist jetzt 18 Monate alt. Ach so, ein Kind. Ja, und wenn der jetzt von der Oma kommt, dann ziehe ich ihn erstmal grundsätzlich um. Mhm. Weil die Oma hat ihn ja dann angepackt. Ach so. Und das ist dir unangenehm? Ja. Mhm. Verdammt unangenehm. Ist es dir auch unangenehm, wenn du die Oma, ist das deine Mutter? Nee, also es kommt jetzt drauf an. Ist egal, von wem man kommt. Ist egal, von wem. Also wenn du draußen bist, besuchst irgendjemanden, ist dir das auch unangenehm, wenn man dich anfasst? Ja. Mhm. Und die Vorstellung, diese Person hat mein Kind angefasst, ist für dich richtig, richtig eklig. Ja. Das heißt, da muss das Kind umgezogen werden und auch noch gewaschen werden, das Kind? Gewaschen nicht, nein. Nur eben, ich grubel es im Gesicht ab, so alles, was so die Körperstellen frei sind. Ja. Dann zieh ich es um. Hast du das schon lange? Ja, also so eigentlich schon seit 6 Jahren, aber es wird immer extremer. Mhm. Ich finde so wichtig, schade, jetzt ist die Sendung gleich vorbei, ich höre die Musik im Hintergrund, aber wir werden gleich noch ein bisschen weiterreden nach der Sendung. Ich finde ganz wichtig, dass du jetzt irgendetwas mit dir unternehmen musst, weil der kleine Knopf da ist. Ja, eben, ne? Deswegen mache ich das. Irgendwas muss jetzt passieren, damit du diese Phobie, die du da entwickelt hast, aus welchen Gründen auch immer, dass sich das nicht auf das Kind überträgt und dass das Kind irgendwann hinterher auch in dieser Richtung vielleicht Schaden nimmt oder leidet. Deswegen muss da was passieren mit dir. Ja, das möchte ich auch. Ja? Deswegen werden wir dich gleich nochmal zurückrufen und gemeinsam beraten, was man tun könnte. Das ist schön. Das machen wir, Martina. Du legst auf und wir rufen gleich wieder an. Ja, klar. Alles okay, klar. Alles ja, Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Hier bei uns in der Technik war Michael Jansen. Wenn ihr so ein bisschen was über uns erfahren wollt und auch über unsere Themen, dann klickt doch mal bei domian.de oder ich empfehle euch auch sehr nachtlager.de. Das sind unsere Fanseiten im Internet von Gordon Voss verwaltet und beaufsichtigt und die sind sehr schön gemacht, also nachtlager.de oder domian.de. Morgen sind wir wieder da, wie immer 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Bis dann, tschüss.
Heute ist Freitag, der 13. Februar. Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie Nachrichten.